Wenn ihr einen Befehl gab, haben wir ihm blind vertraut und den ausgeführt. Ein Trupp braucht diese Art von Hingabe, um effektiv operieren zu können. Sagt ihr etwa, dass ihr mir nicht vertraut? Ich sage nur, dass es für Vertrauen mehr bedarf. Klingt wie ein Streit. Neue Beförderung. Der Chaos-Trupp ist die Eliteeinheit der Republik. Wir übernehmen die Missionen, die sonst niemand meistern könnte. Verräter oder nicht, Tavus ist ein harter Brocken. Fühlt ihr euch dem gewachsen? Ja, sicher. Sonst würde ich wohl kaum den Chaos-Trupp kommandieren. Gute Antwort. Ihr habt Selbstvertrauen und jede Menge ungeschliffenes Talent. Vielleicht schafft ihr es tatsächlich. Das war's, was er mir die ganze Zeit sagen wollte. Nein, er will mir noch was sagen. Glaubt ihr, dass der Chaos-Trupp bald zu einer richtigen Einheit wird? Ich werde mehr Soldaten rekrutieren, sobald ich Kandidaten finde, die es wert sind. Das macht Sinn, ja. Sobald diese Einheit wächst, werden die Erwartungen an uns, an euch, nur noch größer werden. Dieser Kommandantenposten könnte sehr schnell sehr anstrengend werden. Nein, passt schon. Ich bin für eine leitende Position geboren. Genießt es, solange ihr könnt. Einen Trupp zu kommandieren ist kein Spaziergang. Es gibt nichts Schlimmeres, als zwischen dem Erfolg einer Mission und dem Tod seiner Männer wählen zu müssen. Ein Anführer darf nicht zu rücksichtsvoll seiner Truppe gegenüber sein. Wenn man seine Leute verhätschelt, bringt man sie damit nur ins Grab. Guter Punkt. Ich werde ihn beherzigen. Ihr werdet euch sicher gut schlagen. Immerhin habt ihr uns schon weit gebracht. Ich habe, glaube ich, alle Gespräche mit dem verpasst. Nein, es will ja noch was. Bestandsbericht. Nahrung und medizinische Vorräte sehen gut aus. Aber wir haben nicht mehr genug Munition. Ich dachte, wir hätten genug für das ganze Jahr. Ich habe beim Kommando schon Nachschub angefordert. Gut gemacht. Aber eigentlich überrascht es mich auch nicht. Hier habe ich an einem Tag mehr erlebt, als beim Todestrupp in einem Monat passiert. Es besteht eine große Nachfrage für eine Einheit unseres Kalibers. Wir waren hauptsächlich mit Schlägen gegen Führungskräfte betraut. Wir haben feindliche Kommandanten vor republikanischen Offensiven neutralisiert und den Gegner so führungslos und unorganisiert gemacht. Manchmal lagerten wir wochenlang vor einem feindlichen Stützpunkt und haben auf eine gute Schussmöglichkeit gewartet. Irgendwann trafen wir dann unser Ziel, brachen auf und überließen die Aufräumarbeiten den Bodenpflügern. Ihr müsst eine ganz ordentliche Abschussstatistik haben. Bestätigt sind über 2 Dutzend. Schließlich wurden mir eine Beförderung und ein Posten auf Ort Mantell angeboten. Es labert doch nicht die ganze Zeit. Ich habe zugesagt. Ein kluger Schachzug in Bezug auf die Karriere. Aber es hat mich nicht interessiert, gegen Separatisten zu kämpfen. Was hat euch denn... Ich bin Soldat geworden, um gegen das Imperium zu kämpfen. Alles andere, was ich getan habe, war aus Karrieregründen. Aha, nach meiner Karriere geil. Fiel das Kommando des Todestrupps an meinen L.O. Torf. Ein kluger... Wenn er von euch gelernt hat, ist er bestimmt ein guter Offizier. Führungsqualitäten kann man nur zu einem gewissen Teil vermitteln. So, ich krieg dir mal richtig in den Arsch rein. Oder nicht. Da fällt mir ein, dass ich schon eine Weile nicht mehr in Kontakt mit dem Todestrupp gestanden habe. Ich sollte herausfinden, wo sie stationiert sind und mich mal wieder melden. Mach das. Oh, fertig. Krass, das gab es, glaube ich, 10.000 EP oder sowas. Da oben ist ein Schließfach und... Ach genau, hier ist der Spind. Hey, das ist ja geil, dass man sein eigenes Bankfach hier immer noch hat. Leitflussmittel. So, da ist aber noch so eine Quest-Markierung auf der Map. Ich würde fast schon sagen, hier oben... Ah! Flugkommandant Rudin, ich habe alles über den Chaos-Trupp gehört und es ist mir eine Ehre. Ich fürchte, es gibt schlechte Nachrichten. Die imperiale Armada hat Besitztümer der Republik angegriffen, um uns dazu zu bringen, den Vertrag von Coruscant zu brechen. Die Republik ist zu stark, um sich damit aus der Reserve locken zu lassen. Wir treffen bereits Vorkehrungen, um das sicherzustellen. Flottenadmiral Numin hat die Gründung der Coruscant Aegis autorisiert. Eine Elite-Angriffsstaffel, die imperiale Offensive leise und schnell brechen soll. Wenn ihr interessiert seid, ihr werdet mehr als qualifiziert, euch der Staffel anzuschließen.
Es wäre mir eine Ehre, mit der Coruscant Aegis zu fliegen. Ich bin froh, das zu hören. Euer Codename wird Meteor sein. Ein guter Name für ein Mitglied des Chaos-Trupps. Jedes Mitglied der Coruscant Aegis wird unabhängig von den anderen überall in der Galaxis zuschlagen. Ich werde die Missionsdaten an euer Schiff übertragen. Bringt die imperiale Bedrohung zum Schweigen und schützt die Republik. Mache ich, Meteor Man. Schließe Mission von Doa-Escorte ab. So, warte, wenn ich jetzt hier klicke. Stuhl des Captains. Moment, benutze das Holo-Terminal auf deinem Schiff. Holo-Terminal war doch hier das Dicke in der Mitte, oder? Ja. Rufe Coruscant Raumhafenleitung. Erbitte Starterlaubnis. Ihr habt Startfreigabe. Wünsche einen angenehmen Flug. Hä? Das war's? Anscheinend, und jetzt darf ich mir sogar noch was aussuchen, weil es so aufregend war. Na komm, Abzeichen. So, jetzt aber Reise nach Port Raga. Okay. Stuhl. Stuhl des Captains. Sternkarte aktiviert. Oh mein Gott! Huttenraum. Entfernter Outer Rim. Unbekannte Region. Sitz des Imperiums. Na, da ist Port Raga. Das ist ein bisschen verwirrend hier, aber ich fliege einfach mal hier hin. Oh, Voss. Guck mal, da sind sogar die Stufen eingezeichnet. Das ist ja mal genial. Ich fliege mal nach Port Raga. Aktive Mission, Öffentlichkeitsarbeit. Port Raga ist ein abgelegener Handels- und Tankstation, auf der Geschäfte aller Art gemacht werden, ob legal oder nicht. Zurzeit scheinen hier viel weniger Schiffe zu verkehren als üblich. Treibstoffkosten 60 Credits. Jetzt reisen. Muss ich jetzt selber fliegen? Oh! Warp aktiviert. Na, Moment, falscher Film. Was denn hier mal mit Fliegen? Ach, verdammt! Ja, egal, ich jetzt erstmal raus hier. Genau. Ich gehe jetzt erstmal raus hier, habe ich gesagt. Ich habe mir erlaubt, Ihr Quartier abzustauben. Die Gesundheit Ihrer Atemwege ist eines meiner wichtigsten Ziele. Oh, danke schön. So jemanden brauche ich auch. Ich habe erlaubt, Ihre Toilette zu reinigen. Die Gesundheit Ihres Anuses. Nicht mehr sehr am Herzen. Oh, er geht weiter hier. Hier ist ja gar nichts. Doch, da komme ich zum Schiff. Oh, kaputt. Soll ich schon F5 drücken zum Speichern? Der Story-Bereich. Waffe geladen. Sehr gut. Und du gehst mal kurz das Plündern hier. Guter Ertrag, ergiebiger Ertrag und... Oh, noch ein ergiebiger. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Schon merkwürdig, wo ich hier rumhänge. Sanitätsdroide. Die Schotttür, oh. Sieh an, wer da gekommen ist. Ich hatte gehofft, dass Gaza euch schicken würde. Ich wäre euch ja lieber irgendwo privat begegnet und nicht gerade während einer Geiselnahme. Aber es geht wohl nicht anders. Wir werden es schon noch schaffen, uns irgendwann mal allein zu treffen. Das würde mir wirklich gefallen. Also, Port Raga ist in Privatbesitz und offiziell neutral, aber der Geist und ihre Freunde ziehen hinter den Kulissen die Fäden. Meine Jungs und ich haben es geschafft, die Sensoren zu manipulieren, damit ihr unauffällig landen könnt. Aber sobald ihr den Fuß aus diesem Hangar setzt, geht die Party los. Wisst ihr, wo sie Krasul festhalten? Ja, aber das festhalten. Sind eher schlechte Nachrichten. Der Geist hat Krasul am anderen Ende der Station in einen Hangar gesperrt. Der wird schwer bewacht und außerdem gibt es da Sprengstoff. Nicht genug, um die ganze Station hochzujagen. Aber es reicht, um jedem den Tag zu vermiesen, der sich im Hangar befindet, wenn es knallt.
Seht euch vor da drin. Danke für den Bericht, Sergeant. Keine Ursache. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir unseren Senator da rausholen. Meint ihr nicht auch? Ja! Los geht's! Endlich. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Lieutenant. Viel Glück. Der Serge Antiaxo. Oh, Level 16 Scouts. Na komm, ein paar kriegen wir noch platt. Bin genau hinter euch, Boss. Und du greifst mal den an. Bonusmission, nur 15 Stück besiegen. Und Vollautomatik. Er hat auch die schneller aktiv jetzt als vorher. Oh, da war ja noch einer. Eric? Achso, der steht schon in dem anderen drin. Ah. Das habe ich nicht gesehen. Imperiales Kommando. Tschüss. Boah, was hat er denn für einen Schuss? So schießt man, dann klappt doch mit Nachbarn. Oh. Elite. Lieber nicht. Ich glaube nicht, dass ich den schaff. Oh, da stehen drei Stück. Zeit für den Mörserschlag. Mörserhagel. So, das waren die. Eric. Was, wenn ich meine Granate da reinwerf? Genau, dann passiert das. Ah ja, ich guck mal auf der Map, anscheinend wohl hier hoch. Boah, direkt aktiv, die Viecher. Nein, falscher Knopf, ich wollte das Reaktivschild anmachen. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Irgendwie war ich ein bisschen verwirrt. Boah, ballert der da rum. Besiege die Handlanger des Gegners. Gesagt, getan. 1-0. Und aktiv. Boah, mit der Waffe zu hauen, das ist sehr effektiv manchmal. Nein, er kommt! Ah ja, direkt wäre die neue Granate wieder aktiv. Haha. So, das haben wir schon mal. Oh, sehr viele vor uns. Die weichen auch noch aus, das glaube ich ja nicht. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Ja, super. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Ja, ich will einen neuen Druiden. Und Schuss. So, mal eben nachladen und er kann mal wieder was plündern. Gemischt, obwohl der kann mal ein paar Geschenke suchen für die Gefährten. Ja. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Such dir mal ein schönes Geschenk. Oh, da hinten baller ich gleich wieder den Mörserhagel rein. Jetzt habe ich sogar mal das Richtige gesagt. Der Ladungsschuss, der muss mal weiter hoch. Vor der Sturmkanone mache ich mal hier hin und da kommt der Schlagknopf dran. Du kannst dir den zur Brust nehmen. Ladungsschuss. Bäm. Okay, ich hätte mehr erwartet.
Mist, ich hätte noch aufleveln können. Boah, der ballert trotz Kryogranate weiter. Kryogranate, so rum. Senator Krasul. Kümmern wir uns erstmal um den Rest da drum. Genau, springen in die Gegnertruppe rein gegenüber, das wäre der Hit. Oh nein, ja super. Deswegen kann man das bei Eric deaktivieren. Nein! Das könnte man aber noch schaffen. Ballert der da erstmal voll rein, der Wichser. Los, Eric. Danke dafür. Das ging aber schnell. Die Kammer ist nun versiegelt, ob das gut ist. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, die da Tür da hinten auch zuzumachen. Boah. Das nenne ich mal ein Bam. Und, ja, okay. Hau ihn, wollte ich gerade sagen, da war er schon tot. Nein, Mörserhag ist noch nicht aktiv. Mörserschlag. Nee, Mörserhagel war richtig, ne? Ja, ich glaube auch. Okay, auf zum Senator. Moment, hier ist doch Schrott. Selbst die fortschrittlichsten Droiden können aus dem Ohr eines Bantas keine Tasche aus Schimmerseide machen. Ich verspreche mich, nächstes Mal zu bessern. Ein Schädel? Ne, komm, geh mal wieder schön plündern. Reichhaltiger Ertrag. Ich habe gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Oh, er hat recht. Besiege die Handlanger des Geists. Hier sind noch welche. Ach, muss ich doch alle töten. Ja, er wartet da gemütlich. Nicht mit mir. Jetzt kann man mit ihm quatschen. Türen sind versiegelt, alle tot. Ab geht's. Wer zum... Oh, ihr. Ich hätte wissen müssen, dass Gaza versucht, dass alles in ihrer lustigen kleinen Familie bleibt. Jetzt steht da nicht nur rum. Ihr wisst, wie man Bomben entschärft, oder? Der Geist sagte, dass sie explodieren würden, wenn ich den Raum verlasse. Sie hat auch eine Fernzündung, also beeilt euch. Keine Sorge, Sir. Ich hole euch hier raus. Ich bin kein Kind, das beruhigt werden muss, Lieutenant. Diese Verräterin wollte mich zwingen, eine Erklärung zu verlesen, dass der Senat den Chaos-Trupp auf Ando Prime offiziell aufgegeben hat. Wisst ihr, was sie mit dieser Aufzeichnung vorhatte? Ist das nicht offensichtlich? Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn die Öffentlichkeit davon erfahren würde? Der Senat wäre einer Feuersbrunst ausgesetzt. Unsere gesamte Urteilskraft würde in Frage gestellt. Und General Garza und die Sondereinheiten kämen als Erste auf den Scheiterhaufen. Das ist der Fehler des Senats, nicht der der Sondereinheiten. Der Senat hat seine Pflicht getan. Gazas Rücksichtslosigkeit würde einen Krieg entfesseln, den die Republik nicht gewinnen kann. Ich gebe zu, ich würde gerne das Gesicht dieser Verräterin sehen, wenn all ihre Bomben auf einmal deaktiviert werden. Es wäre unbezahlbar zu sehen, wie sie sich feige aus dem Staub macht, wenn sie sich ihres Versagens bewusst wird. Seid ruhig und lasst mich meine Arbeit tun, Sir. Genau. Bitte seid vorsichtig oder wir werden beide sterben. Kann nicht sein, aber Spielende, wie schon... Achso, wollte schon sagen, schon die Bombe entschärft, gar nichts gemacht.
Die Bombe ist mit mehreren Auslösern bestückt. Eine Gewichtssensor auf dem Stuhl des Senators, eine Antenne zur Fernzündung und einem Heißgasschalter. Oh Mist, ich glaube, ich muss mich jetzt entscheiden. Jeder der Auslöser kann die Bombe zünden und alle scheinen gegen Manipulation gesichert zu sein. Genau, guck's dir nochmal an. Von allen Seiten. Vielleicht nochmal links. Falls sich jedoch mittel der Raumatmosphärensteuerung ein temporäres Vakuum erzeugen ließe, würde der Gasschalter vielleicht versagen, ohne die Bombe zu zünden. Und dieser Terminal kommt mir gerade recht. Wenn ich hier dreimal auf die Tasten haue, könnte es klappen. Versiegel die Kammer. Alles klar, aber erst im nächsten Part. Tschö.